Hallo, mein Name ist Michael Studer und ich habe an der TH Lübeck Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Kommunikationssysteme studiert. In diesem kurzen Video möchte ich meine Bachelorarbeit mit dem Titel Feldsimulation zur Integration von Antennen in ein Beatmungsgerät vorstellen. Die Arbeit wurde von Professor Bartels betreut und ist in enger Kooperation mit der Firma Dräger entstanden. Die Digitalisierung spielt für fast alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft eine immer größer werdende Rolle. Auch in Krankenhäusern wird die Digitalisierung immer wichtiger und es treten technische Herausforderungen auf, die bewältigt werden müssen. Ein wichtiges Thema ist aber die Vernetzung der unterschiedlichen Geräte im Krankenhaus. Zum Beispiel ist es für das medizinische Personal von Vorteil, wenn Beatmungsgeräte, Patientenmonitore oder Inkubatoren untereinander Patientendaten austauschen können. Dabei wird zunehmend auf drahtlose Verbindungen gesetzt, da diese eine hohe Flexibilität für das medizinische Personal bieten. Für drahtlose Verbindungen benötigt man Antennen. Diese ermöglichen es, Informationen zwischen Geräten durch sogenannte elektromagnetische Wellen auszutauschen und benötigen dafür kein Kabel, welches die Geräte physisch verbindet. Und genau hier setzt meine Bachelorarbeit an. Denn bei der Integration, also dem Einbau solcher Antennen in ein komplexes Gerät, wie zum Beispiel ein Beatmungsgerät, verändern sich die elektrischen Eigenschaften der Antenne. Stark vereinfacht kann man sich das wie in der folgenden Animation vorstellen. Hier oben sind die Sende- und Empfangsantenne im freien Raum zu sehen. Die elektromagnetische Welle kann problemlos vom Sender zum Empfänger gelangen und die Information kann übertragen werden. Hier unten hingegen wird die Sendeantenne von einem Gerät umschlossen und die elektromagnetische Welle kann nicht mehr zum Empfänger gelangen. Das ist ein Problem, denn dadurch wird die Information nicht mehr vom Sender zum Empfänger übertragen. Daher habe ich mich in meiner Bachelorarbeit mit der Fragestellung beschäftigt, ob man diese Veränderung der elektrischen Eigenschaften mit Computersimulationen vorhersagen kann. Dazu habe ich einfache 3D-Modelle eines Beatmungsgerätes am Computer erzeugt und in diese ein elektrisch funktionsfähiges Modell einer Antenne eingesetzt. Anschließend habe ich mit einer sogenannten Feldsimulation die Antenne und das Modell des Beatmungsgerätes simuliert. Um verifizieren zu können, ob die Ergebnisse der Feldsimulation gute Vorhersagen über die Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Antenne im Gerät machen, benötigt es Daten zum Vergleich. Dazu habe ich eine Messung mit dem realen Gerät und der darin eingebauten Antenne als Vergleich herangezogen. Exemplarisch für meine Ergebnisse ist hier auf der linken Seite einmal ein Graph zu sehen, der aussagt, wie gut die Antenne im Gerät in welche Richtung senden kann. Dabei ist ein großer Abstand des Graphen zum Mittelpunkt ein Maß dafür, dass die Antenne in diese Richtung sehr gut senden kann, und ein kleiner Abstand bedeutet, dass die Antenne in diese Richtung schlecht senden kann. Der linke Graph zeigt die Simulationsergebnisse und im rechten Graph sind die Messergebnisse zu sehen. Es ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen, aber es gibt natürlich auch noch Verbesserungspotenzial, wie man an den rot eingekreisten Bereichen sehen kann. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse sehr zufriedenstellend. Der Vergleich hat gezeigt, dass bereits mit einfachen 3D-Modellen des Gerätes die Veränderungen der elektrischen Eigenschaften der Antenne gut vorhergesagt werden können. Daher kann die von mir demonstrierte Methode genutzt werden, um mit Feldsimulation die Vernetzung von Geräten im Krankenhaus voranzutreiben. Dadurch könnten Verbesserungen in der Behandlung von Patienten erreicht werden. Vielen Dank fürs Zuhören.